Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute ein neues Tower Defense Game, Bloons 5. Scheiße, die gehen uns alle. Wow, fuck! Oh, jetzt habe ich. Oh, fuck, Leute, sorry. Jetzt habe ich es voll übersehen. Oh, ich verzweifle hier echt, Leute. Wir probieren es noch einmal. Das muss doch irgendwie gehen. Das kann so doch nicht jetzt ernsthaft sein. So, zack, hier. Und Upgrade, los geht's. Ich weiß schon, wie wir es machen, Leute. Der Tower, der jetzt hier steht, der muss einfach immer hier stehen, weil der macht schönen Damage auch bei den Herzen. Das ist ganz wichtig. Dann schaffen wir es. Da muss man halt ein bisschen investieren, es geht nicht anders, ne? Wir sind schon in Runde 6. Auch schon eine Runde Kaffee hier, weil die Bloons mich langsam zum Verzweifeln bringen, aber Zocker Andi gibt nicht auf. Mr. Bloons TD5 gibt nicht auf. Ja, und wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann hoffentlich mit eurer Hilfe irgendwann, aber wir werden es schon hinkriegen, ne? Ich will das jetzt schaffen. So, zwei sind durch, die machen wir mit dem hier platt. Runde 8. Runde 9. Dann werden wir wahrscheinlich nachhelfen müssen. Jawohl, aber einer ist ja kein Problem. Kommt mal günstiger wie das Upgraden hier, weil der verschwindet ja gleich wieder. Runde 10. Bin schon in Stellung hier mit den Nägeln. Mit den Spikes. Ja, es geht ganz gut im Moment. Zack, einmal müssen wir. So, der Tower ist weg. Und wir haben einen neuen. Zack, dieses Mal dieses Upgrade hier. Das Dreier spare ich mir noch. Runde 11 haben wir. Runde 12. Ist doch tatsächlich einer durchgewurschtelt. Runde 13. Ich glaube, wir brauchen dieses Upgrade doch hier, sonst wird das nichts. Müssen wir investieren. Müssen wir. So, aber jetzt geht's wunderbar. Runde 14. So, wir sind schon in Runde 19. Runde 20. Der Tower ist weg. Kommt ein neuer. Zack. Und Upgrade. Runde 21. 22. 23. Nächste Runde kommt der Kammernflag. Der hier wird nicht durchkommen. So, 24, da kommt der Kammernflag. Machen wir gleich hier Platz, brauchen wir nicht so lange warten. Runde 25. Runde 26.
So, und nächste Runde, glaube ich, kommen die Stahlbluns. Da werden wir den Blunchipper hin statt den Nägeln. Und zwar hier. Der soll immer den stärksten raussaugen, gleich mit Update. Sollte hinhauen, dass da nichts durchkommt. Ich hoffe es. Ich muss da noch eine Zeit lang auskommen. So, Runde 28. Hier sind die Stahlblunts. Runde 29. Runde 30, Stahlblunts wieder. Die sind eine gute Kombo, die zwei hier. Zumindest wenn sie so stehen, wie sie jetzt gerade stehen. So, der ist weg, den müssen wir wieder erneuern. Müssen wir, der ist wirklich unbezahlbar hier. Dreier Upgrade. Runde 31. Runde 32. Und eine Spike Factory wird jetzt auch dann fällig. Und mit diesen dreien sollten wir es aushalten eigentlich. So, sobald da was durchkommt, baue ich spontan die Spike Factory. Es müsste sich ausgehen. Den saugt der nur weg, das ist kein Problem. Runde 33. Okay, Camouflax. Dann würde ich sagen, bauen wir die Spike Factory, das ist am billigsten. Bevor wir da jetzt rumeiern. Zack, zack, zweier Upgrade. Ey, ein bisschen spät in deine Spikes da. Bisschen früher das nächste Mal, Kleiner. Zwei sind durch, aber das ist kein Problem. Wir stehen gut da. 6,5 haben wir auf der Seite, 6,87 sogar. Runde 34. Ja, der Blunchipper und dieser... wie heißt der? Tech-Sprayer, die ergänzen sich super. Runde 35. So, schauen wir, wie lange die noch halten. Der 8 Runden, der 6 Runden und der 3 Runden. Okay. Runde 36. Runde 37. Kriegen jetzt in die Fresse die Blumen. Das ist die Rache für vorher. Zockande lässt sich nicht verarschen von euch. So, die Stahlblumen sind weg, jawohl. Spike Factory kriegt jetzt das erste Mal wieder was zu tun. Und zwar halbwegs was. Es geht aber, ist kein Problem soweit. Runde 38 haben wir. Oh, Blumenchipper ist weg, scheiße. Den brauchen wir unbedingt hier mit Upgrade. Gerade noch gebaut rechtzeitig, weil die Stahlblunts müssen weg, weil sonst hätten wir ein Problem. Kommt so schon genug da nach unten zur Spike Factory. Das sollte sie nur ausgehen, sollte sich ausgehen. Jawohl, haut hin. Okay, Runde 39. Zukunft im Blunchipper ein Stück weit davor. Aber ansonsten passt's. Jetzt hoffentlich saugt er alle von den Stahlbluns, sonst ist es blöd. Jawohl, er saugt alle. Jo, es ist schön ausgegangen. Schauen wir kurz. Der ist gleich weg. Der hält noch lange. Der noch drei Runden. Alles klar, Runde 40. Oh, Keramikblunts. Die sind gefährlich, Leute. Da haben wir auch nochmal hingekriegt. Ist der jetzt weg oder nächste? Ne, diese Runde, okay. Muss man neu bauen.
unbezahlbar. Zack. Und Upgrade. Runde 41. Sieht gut aus. Spike Factory hat zwar ein bisschen was zu tun, aber es geht. Nicht das große Problem. Und die kleinen Bloons hier, die blauen und roten, sind jetzt nicht so das Problem. Runde 42. Herzen. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Das muss ausgebaut werden. Und zwar sofort. Sonst enden wir wieder wie vorher. Muss man sogar ein bisschen nachlegen. Das war jetzt sauknapp, Leute. Sauknapp. Jetzt ist er weg. Ja, scheiße. Aber musste sein. Musste sein. Jetzt haben wir Geld verbraten wie Heu. Aber das musste sein, weil sonst hätten wir verloren. Scheiße, scheiße, scheiße. So, 8, 5 Runden noch. Gut, los geht's. Runde 43. Chipper werkt ordentlich hier. Runde 44. Spike Factory kriegt ein bisschen Arbeit da unten, aber es ist noch kein Problem. Runde 45. So, wir nehmen jetzt einen zweiten hier ab. Ja, ab dieser Runde, es muss sein. Zack, zack, 3 Upgrade auch. Der ordentlich Damage macht da oben. So, haut super hin. Der Bloom-Chipper muss hier hin. Haut er die direkt in die Nägel rein, wenn sie hinten rauskommen. Das ist dann noch besser. Die kombinieren sich dann zusammen perfekt. So, Runde 46, Boss. Die paar Nägel müssen den jetzt aufhalten. Ich hoffe, das haut hin. Sollte aber hinhauen. Ja, überhaupt kein Problem. So, wie sieht's aus? Du hältst noch 6 Runden, du 4, du bist nächste Runde weg und du 8 Runden. Gut, Runde 47. Jetzt kriegt die Spike Factory ordentlich was zu tun. Ich glaube, da müssen wir nachlegen, Leute. Bisschen zumindest. Jawohl. So, der Bloom-Chipper ist weg. Den brauchen wir neu. Diesmal setzen wir ihn hier hin. Bisschen nach vorne, haben wir ja gesagt. Mit Upgrade. So, kurze Kontrolle. Du hältst nur 3 Runden, du 7 und du 5. Runde 48. Oh, habe ich den jetzt eingestellt? Der muss den stärksten nehmen, nicht den ersten. So, der saugt den, haut den hinten rauf und hier kriegt er nochmal eine rein dann. Die ergänzen sich jetzt perfekt. So, Runde 48 ist es, Leute. Da geht's ordentlich ab hier. Aber es geht, ist absolut noch kein Problem jetzt. Runde 49, die giftige Runde. Oh, viele Keramikblooms und die gehen sogar durch, die gehen durch. Scheiße. Er saugt sie raus, aber es kommt einiges zu auf die Spike Factory. Die kriegt jetzt ordentlich Arbeit.
das wird sich hier ausgehen. Das wird eine heikle Sache jetzt. Da müssen wir ein bisschen nachlegen, glaube ich. Oh, es geht sich aus, es geht sich aus, Leute. Es kommt noch ein Schwung Herzen. Aber ich produziere ja schon wieder Spikes, insofern... Oh, das wird zu wenig. Da müssen wir nachlegen. Und zwar gewaltig. Ich drücke so schnell ich kann, Leute. Geht nicht schneller. Und wieder haben wir die Fresse gekriegt. Ich kann es nicht verhindern. Tja, Leute, da müsst ihr mir helfen. Schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr Ideen habt, wie ich das machen kann. Wir sehen uns dann bei der nächsten Special. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zockerandi Let's Play. Tschüss.